von all unseren Kampfesgenossen. War keiner so lieb und so gut als unser kleiner Trompeter, ein lustiges Sozialistenblut. Als unser kleiner Trompeter, ein lustiges Sozialistenblut. Kam es dazu, dass man hier eine Gruppe gegründet hat, die hat sich Palmach genannt. Was ist Palmach? Eine Gruppe, die Verteidigung sollen. Ja? Dann hat man im Rahmen des Palmach eine Gruppe gegründet, die hat man genannt, die deutsche Abteilung. Da waren wir 40, 50 Leute, alle Deutsch gesprochen, aber hat uns geändert auf deutsche Soldaten. Wie? Wir haben über die Engländer haben wir deutsche Waffen bekommen und deutsche Uniformen bekommen und jetzt sind wir ausgebildet. Unser Kommandant war ein gewisser Mann, Shimon Avidan. Shimon Avidan war ein Deutscher, der war in Deutschland war er Kommunist, aber da ist er davongelaufen und ist ins Land gekommen und war sehr beschäftigt in Verteidigung. Sachen. Und dann, er war unser Kommandant, Shimon Avidan, und wir haben jetzt gelernt, wie sich die Deutschen benehmen, die deutschen Soldaten benehmen, wie sie Übungen machen und so weiter. Außerdem haben wir die ganze Gegend, wo wir waren, kamen nach Mishmar-Emek. Ihr kennt ja diese Gegend nicht. Ein Kibbutz mit einem großen Wald. Und dort haben wir das Lager gegründet. In diesem Lager blieben wir 2,5 Jahre lang. Und wir haben die ganze Gegend kennengelernt und die Absicht war, wann die Deutschen kommen und über den Karmelberg raufgehen wollen, können sie nicht mit Fahrzeugen, die können nur zu Fuß rauf. Und so hatten wir uns ausgebildet, dass wir dort die deutsche Armee irgendwie betreffen können. Ja, aber es kam ja niemals dazu. Nichts ist passiert, die Deutschen sind nicht hergekommen. Und dann hat man beschlossen, inzwischen wurde hier im Land im Rahmen vom englischen Militär eine jüdische Brigade aufgemacht. Das war eine Brigade von Juden von hier, die im englischen Militär gedient haben. Und die haben jetzt in Italien irgendwo an der Front, in der Front in Italien gewesen. Dann hat man hier in Palmach beschlossen, dass wir als Deutsche so gut Deutsch können und können als Deutsche auch dort auch was machen, hat man uns zu dieser jüdischen Brigade geschickt. So kamen wir nach Europa und aber dann hat uns eine Ausbildung geschickt. Ausbildung war in Ägypten, da waren wir einige Monate lang. Nach einigen Monaten hat man uns nach Italien gebracht, in Taranto. Kamen nach Taranto und stiegen dort vom Schiff runter und in der Stadt, alle Leute haben getanzt und gesungen. Was ist das für eine Stadt? Habe ich nicht verstanden. Dann hat sich herausgestellt, das war der 8. Mai, das Ende des Weltkrieges. So haben wir wieder nichts zu tun gehabt. So waren wir nach 2 Wochen von dort, sind wir an die Grenze von Österreich, Jugoslawien, Italien, in Tarvisio, wenn ihr wisst, wo das ist, sind wir da hingekommen. Sind dahin gekommen, nur nichts zu tun gehabt, Wache dort, Wache da. Und so ging es einige Zeit vor sich, aber inzwischen
sind von Nordeuropa viele Juden über die Hauptstraße, die von Österreich nach Venedig geführt haben. Und das waren viele Flüchtlinge, die wollten ans Mittelmeer kommen und warten, bis sie wegfahren können. Nun, dann jeder hat irgendwas erzählt, was da passiert ist und so weiter und so weiter. Dann hat man beschlossen, da muss ich ja was machen. Was wollen wir machen? Die haben uns alles erzählt, was da passiert ist. Dann haben wir beschlossen, man muss da irgendwas machen, muss nach Österreich kommen. Dann haben wir Verbindung gefunden mit den Partisanen aus Jugoslawien. Haben wir für denen Adressen bekommen und Namen bekommen. Dann haben wir das Magenta wieder heruntergenommen und sind nach Österreich gegangen und haben diese Leute irgendwie gefunden. Haben so einen Mann gefunden, dann haben wir gesagt, du bist der und der. Dann bist du als englischer Soldat gesagt, jetzt bist du eingeladen zum Verhör. Dann haben wir ihn genommen und ihn nach Italien geführt, in den Wald reingebracht. Und dann haben sie erzählt, was, du hast sowas gemacht und du hast sowas gemacht und du hast sowas gemacht. Sagt er, ja, das ist richtig. Und sagt er, na gut, dann musst du dafür bezahlen. Dann hat man eine Schaufel gegeben und hat ein Grab gegraben, er ist hinein und man hat ihm zugedeckt und fertig. Und so haben wir einige Fälle gehabt. Wir haben Verschiedenes gemacht, aber auf jeden Fall haben sie viel gemordet und viel Juden getötet und so weiter und so weiter. Ja. Und die haben die meisten, ich glaube, ich war da in die 10 Fälle, alle haben gesagt, ja, das ist richtig. Nakam haben wir das genannt. Das heißt, Nakam, das heißt Racheakt. Und 10 Fälle haben wir gemacht. Einer davon hat gesagt, nein, das ist nicht richtig und so weiter. Und konnte beweisen, dass er nicht dabei war. Dann haben wir gesagt, er lauft davon. Ist aus dem Wald rausgelaufen und irgendwie nach dem Haus gelaufen scheinbar. Ganz kurz, ich habe doch mein Erlebnis gehabt. Mein Vater wurde nach Hannover geschickt, ist dort krank geworden, hat man ihn zurückgebracht nach Wien, in Wien ist er gestorben und hat ihn begraben im Grabe seiner Mutter, im Zentralfriedhof. Dann war es so, dass meine Mutter, die war auch aus Polen, ja, dann hat man die genommen und nicht nach Polen geschickt, sondern nach Litauen, nach Riga, dort in einem großen Graben, Zehnte von Leuten gestanden und alle angeschossen und reingeworfen. Und nachdem alles das, was ich das gehört habe, habe ich verstanden, dass ich mich da rächen muss. Ich habe nichts bereut. Alles richtig gefunden. Heute hätte ich das vielleicht nicht gemacht, aber damals, wie das alles plötzlich war, dann habe ich es gut verstanden, das bereue ich nicht.